und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Hier ist wieder eure Diana. Ja, in diesem Video nehme ich wieder einmal Bezug auf die Blutegel und zwar aus einem anderen Blickwinkel heraus. Ich nehme Bezug auf die Frage meiner Patienten: Frau Löhrs, was machen Sie denn mit den Blutegeln nach der Behandlung? Ja, was mache ich mit den Blutegeln nach der Behandlung? Ich muss sie umbringen. Ich muss die Blutegel vernichten. Die Blutegel werden gezüchtet, nur zu diesem Einsatz, also gesetzlich, als Medizinprodukt. Es ist also nicht der Blutegel, der hinten aus dem Tümpel kommt, ich habe gar keinen Tümpel, aber davon mal abgesehen, sondern es sind Medizinprodukte. Wie die Spritze auch. Und sobald dort Blutkontakt stattgefunden hat, sind sie kontaminiert. Potenziell stecken sie an und dadurch muss ich sie vernichten. Es gibt drei Möglichkeiten, wie ich das hier tun könnte. Die erste Möglichkeit ist, ich werfe sie in kochendes Wasser wie den Hummer. Das kommt für mich nicht in Frage. Die zweite Möglichkeit ist, ich gebe sie in Alkohol. Ich glaube, Kliniken machen das in Alkohol oder in Formalin. Das tut denen unheimlich weh, es brennt denen auf der Haut. Das ist für mich Quälerei. Und die dritte Möglichkeit ist, ich friere sie ein. Das ist die Möglichkeit, die ich hier auch umsetze. Damit kann ich am besten umgehen. Die Blutegel können ihren Stoffwechsel runterfahren. Das sind ja eigentlich auch wildlebende Tiere. Gut, das sind jetzt die zu mir kommen, sind Retortenegel und Mimosen. Haben da auch noch mehr ihren eigenen Kopf als der wildlebende Egel. Natürlich. Die sind wesentlich empfindlicher. Aber trotzdem können sie tiefe Temperaturen ganz gut vertragen. Sie schrauben ihren Stoffwechsel runter. Man kann sich das so vorstellen wie so ein Winterschlaf. Und sie dämmern dann einfach, sie dämmern rüber. Das ist etwas, womit ich leben kann. Aber es ändert nichts, ich muss sie vernichten. Und das ist ein Aspekt, wo Patienten, die vegetarisch leben oder vegan, wirklich auch ein Problem haben. Ich habe eine Zeit lang vegan gelebt, habe auch Patienten, die vegetarisch oder vegan leben. Aber im Grunde genommen sage ich dann, es geht bei mir schon mit den Schuhen los. Ihr wisst, ich bin selber Patientin. Ich habe ganz besondere Schuhe, Orthesenschuhe, die sind aus Leder. Es gibt keine anderen Schuhe, die ich tragen könnte. Also komme ich da dran schon mal nicht vorbei. Und genauso halte ich es auch mit den Blutegeln. Ich setze Blutegel nicht bei Tüdelüt, sondern ich setze sie bei wirklichen Indikationen. Ich setze Blutegel nur dort, wo das Sinn macht für mich, wo Beschwerdebilder sind, wo der Mensch ein Problem hat und wo der Blutegel ihm einen Dienst leisten könnte. So. So sehe ich das. Bei Besenreisern. Besenreiser sind ein kosmetisches Problem für mich. Das mag für den einen oder anderen von euch anders sein. Aber für mich ist es ein reines kosmetisches Problem und ich setze dort keine Blutegel. Wohl aber bei Krampfadern, die sich entzünden, die dick sind, wo die Menschen Schwierigkeiten haben, wo die Adern schon verödet wurden oder gestrippt wurden. Und natürlich kommt es ja immer wieder da, wo ein Beschwerdebild vorliegt. Da setze ich Blutegel. Ich setze Blutegel auch nicht bei Falten. Im Moment gibt es so einen Trend, dass Blutegel bei Falten gesetzt werden. Ist für mich Unfug. Ich bin der Auffassung, jede Falte habe ich mir hart erarbeitet und jedes graue Haar auch. Ich persönlich stehe dazu und ich setze keine Blutegel. Vielleicht einer meiner Kollegen, ich aber nicht. Ich setze Blutegel auch nicht, auch bei bestimmten medizinischen Indikationen nicht. Furunkel, Karbunkel und Abszesse. Setze ich persönlich keine Blutegel. Die gehören für mich zum Chirurgen.
ist jetzt Blutegel auch nicht an Hämorrhoiden. Die gehören für mich zum Proktologen oder Gastroenterologen. Ich weiß nicht, wer sich dem Problem annimmt. So, und Blutegel gehören für mich auch nicht wirklich ins Gesicht, außer es sind dort schwere Hämatome oder Wundheilungsstörungen nach Transplantaten, dann kann man Blutegel dort setzen. Aber das ist eine andere Geschichte. Da besteht dann wiederum eine reelle Indikation. Ansonsten setze ich Blutegel auch nicht an grauen Star, also ich meine ans Auge, weil das für mich A. zweifelhaft ist, was die Wirksamkeit angeht. Ich habe dort aber auch keine Erfahrung, kann es nicht wirklich beurteilen, aber wenn ich weiß, und ich weiß ja nun, was die Blutegel auch für Nebenwirkungen machen können, gehört das nicht ins Gesicht, meiner Meinung nach. So, also, ihr merkt schon, ich bin da sehr konsequent, sehr stringent, habe da meine eigene Auffassung. Die muss nicht richtig sein, ich habe keine Deutungshoheit. Nur die Blutegel sind für mich meine Teamspieler, es sind Mitarbeiter und mit denen gehe ich sehr gut um. Das heißt, wenn Blutegel kommen, geliefert werden, dann freue ich mich auf jede Blutegel-Charge, die da kommt, weil sie jede Charge ist unterschiedlich, jeder Egel ist unterschiedlich und meistens benehmen sie sich alle wie ein Sack Flöhe dann und wir haben unsere liebe Not zum Teil, aber auch unseren Spaß damit, mit den Egeln. Und genauso gehe ich auch am Patienten mit den Egeln um. Ich versuche dem Patienten das Tier näher zu bringen, gebe den Blutegeln immer Zeit am Patienten. Heißt, ich hole nicht sofort Blut vom Patienten, sondern der Blutegel darf sich orientieren. Nun klingt orientieren natürlich ein bisschen spannend. Und ihr könntet den Eindruck bekommen, der krabbelt erstmal irgendwo an euch rum und vielleicht ins Ohr oder so. Nein, das nicht. Der Blutegel geht schon dahin, wo ich ihn hinhaben möchte, weil er in so einem Spritzenkolben, so einem umgedrehten Spritzenkolben sitzt. Also heißt er, also, er geht wirklich dahin, wo ich ihn hinhaben will, aber er darf für meinen Geschmack darf er die Zeit haben, erstmal anzukommen dort und auch beim Patienten anzukommen und muss nicht sofort beißen mit Blut. Ja? Also ich arbeite hier auch mit sehr viel Geduld mit den Tieren. Das ist der Respekt, den ich den Tieren entgegenbringen kann, dass ich die Methode milde gestalte, wie ich sie vernichten muss. Und ich muss sie vernichten, sonst kriege ich Schwierigkeiten mit dem Gesundheitsamt. Ja, ich muss sie vernichten. Und es ist eine Frage des Respektes. Ja, und so solltet ihr es auch sehen. Wenn ihr ein Beschwerdebild habt, macht euch auf den Weg, googelt das ruhig. Und lasst euch davon nicht abschrecken. Der ein oder andere wird von euch sicherlich auch noch normal leben, in Anführungsstrichen, normal essen. Und die Vegetarier und Veganer, die Veganer haben natürlich ein Problem, was das angeht. Das verstehe ich auch. Die Vegetarier können meine Argumente sicherlich nachvollziehen. Und es gibt keine Therapie bei manchen Erkrankungsbildern, die so gut wirkt. Ich würde es sonst nicht tun. Ja? Und zu mir, und das dürft ihr nicht vergessen, kommen ja auch in der Regel an Patienten, die austherapiert sind. Also die haben ihre konventionellen Therapien durch, ihre Kortisonspritzen oder ihre Schmerzmittel oder ihre Physiotherapie und. Und was dann? Die Frage ist, nimmt mir der Blutegel dann noch Schmerzen, wenn die Akupunkturnadel es nicht schafft, wenn die Schmerztherapie es nicht nachhaltig schafft? Was kann ich noch tun? Wie kann ich das verbinden? Sowas kommt zu mir. Das sind also wirklich auch Fragestellungen und Probleme, die ich nachvollziehen kann. Und in solch einer Situation am Tennisarm oder einer verkalkten Schulter, da setze ich dann wirklich Blutegel. Ich setze sie nicht bei Tüdelüt. Ja, also Falten. Stehen wir doch zu unseren Falten, oder? In diesem Sinne, macht euch auf den Weg, googelt das, wenn ihr Beschwerdebilder habt. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, was die Therapie angeht. Es ist eine Reiztherapie, ja,
Wir machen damit keine Symptome. Weg, 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 mal eben. So, habe jetzt keine Zeit, mein Körper muss funktionieren. Sondern für Blutegeltherapie muss man sich mal eben Zeit nehmen. Und dann arbeitet der Körper mit den Wirkstoffen des Blutegels zusammen. Und das dauert mal eben 1, 2, 3, 4 Wochen. Und dann sieht man, wo man dann gelandet ist. Und in der Regel sind die Beschwerden dann weniger. Und dann kann das sein, dass man eventuell nochmal Blutegel setzen muss, aber das ist dann auch kein Drama. Weil von Wirkung zu, also von Setzen zu Setzen ist die Wirkung stärker. So, das wollte ich sagen. In diesem Sinne, ich glaube, in diesem Sinne habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Egal, ihr wisst, was ich meine, ihr kennt mich ja schon länger. Macht euch auf den Weg, macht euch schlau und lasst euch nicht verblüffen. Alles Liebe, eure Diana.